Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Hinter der Kamera und vor der Kamera das Staudenbeet am Rand der Terrasse des Terrassengärtners vom Zürichsee von Beat Lötscher. Beat, was hast du für Stauden auf deiner Terrasse gepflanzt? Die sind ja im Boden, die stehen ja im Boden. Ja, genau. Also hier auf der eher Schattenseite von der Terrasse habe ich wirklich erdreich. Jetzt sieht es hier, wirklich das Boden. Genau, also ein gewachsener Boden, den du hier aufgeschüttet hast. Genau. Und hier habe ich eher Schattenpflanzen, wie eine Hosta. Ja. Dann habe ich Alchemilla, also das Frauenmäntali. Schneidest die ein, zweimal zurück oder lässt du die so wuchern? Die werden jetzt nächste Woche zurückgeschnitten, die sind jetzt langsam wirklich verblüht. Und dann füllen eigentlich die neuen Blätter wieder diese Ecke schön auf. Dann hat es noch irgendwelche Rudbeckien, die jetzt zur Blüte kommen. Das dann ja. Rudbeckien, ja. Genau, die normale Hitta. Und weiter habe ich hier noch eine Geraniumsorte, die wirklich... Wunderschön blau. Ja, wirklich, die blüht den ganzen Sommer durch. Also wirklich, sie wächst dann, unten fängt sie an, dann wächst sie rauf und wirklich, klettert sich eigentlich durch den Dschungel hier. Und weiter noch ein bisschen Astilben da unten, die sind jetzt auch gerade verblüht. Und wie sieht dieses Beet im Frühjahr aus? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja dann, die Stauden ziehen sich ja zurück, sind dann im Frühjahr nicht sichtbar. Was machst du im Frühling, Beat? Also ich habe vor 2 Jahren habe ich in dieser kleinen Ecke da, oder diesem kleinen Strich, habe ich ca. 5000 kleine Blumenzwiebeln gesät. Haben die Platz gefunden, Beat, 5000? Eben, ich habe sie gesät und nicht gepflanzt und nicht gesteckt. Ich habe den Boden leicht aufgeraut. Dann habe ich wirklich diese Krokusse, die verschiedenen Krokusse mit Milchsternen und alles rein gesät, mit einer Schaufel leicht angepresst und dann nachher ein bisschen Erde drüber. Und die haben sich sehr gut akklimatisiert hier. Und im Frühling ist alles voll mit blühenden Blumenzwiebeln. Also es ist wirklich toll. Also was jetzt hier mit Stauden voll ist, ist im Frühling alles voll. Und in diesem verregneten Frühjahr war das auch der Fall? Das war ein bisschen später als normal, ja. Aber durch die Witterung hat es sogar viel länger gedauert. Also die Blüte, wir hatten wirklich über, ja, sagen wir mal, 6-7 Wochen hatten ich wirklich blühende Blumenzwiebeln hier im Beet. Jetzt noch eine gärtnerische Frage. Du hast ja hier diese Staudenpflanzung, diese wunderschöne Staudenpflanzung, die brauchen ja auch Platz, die haben Wurzeln. Kommen sich die und die Blumenzwiebeln nicht in die Quere? Nein. Interessant ist eigentlich, wenn die Blumenzwiebeln verblüht sind, dann ziehen sich langsam die Blätter zurück. Das heißt, die Blumenzwiebeln zieht sich wieder zurück und die Stauden überwachsen eigentlich diese Einzelblätter von diesen Krokusse. Also man sieht es hier vielleicht noch ein bisschen, ganz gut, wenn man sie sieht. Das sind noch die alten, kommen wir schnell noch, ja, Moment schnell. Die alten Überreste eigentlich von den Blumenzwiebeln, genau. Die habe ich nicht mal weggeräumt, weil es ist eigentlich unnötig, weil diese Hosta überdeckt diese und optisch für mich nicht einsehbar. Also. Herzlichen Dank, Beat Lötscher, für diesen Tipp zu Blumenzwiebeln vor Stauden.